Schatz, wir haben jetzt unsere Kinder. Wir sind als Geschwister ja sowieso schon ein Herz und eine Seele, dann können wir eigentlich auch zusammen in einer Band spielen. Ja, können wir machen. Oh, das wird so viel Spaß mit dir. Wir müssen doch einfach nur alle zusammenbleiben, damit wir hier das alles schaffen können. Verstehst du das nicht? Oh, das klingt aber schon wieder nicht gut. Was ist denn jetzt schon wieder los? Haben die sich etwa schon wieder gestritten? Also, Kinder, wir müssen euch leider was sagen. Schatz, wir haben jetzt unsere Kinder. Oh, ich bin so glücklich. Also Mila, das hätte ich mir niemals denken können, dass wir beide Kinder haben. Und dann haben wir vor allem auch noch Zwillinge. Das sind zwar zweieigige Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen, aber ich bin trotzdem mega glücklich. Ja, guck mal, wir haben hier einmal... Oh, das ist unsere Jane. Und das ist unser... Wie wolltest du nochmal nennen? James, ne? Genau, ich fände es wirklich toll, wenn unser Sohn James heißen würde. Ja, das ist der James. Möchtest du ihn mal halten? Hier. Ja, ich will ihn unbedingt mal auf den Arm nehmen. Ich würde beide gerne auf den Arm nehmen, also ich bin so glücklich. Und Schatz, lass uns versprechen, dass wir immer das gut hinkriegen werden. Also zwei Kinder gleichzeitig zu erziehen, das wird natürlich eine große Herausforderung für uns werden. Aber das kriegen wir 100% hin und lass uns immer zusammen als Team damit umgehen. Ja klar, das werden wir sowas von machen und jetzt... Ich brauche eigentlich... Kannst du auch mal hier Jane haben? Weil... Ja, natürlich. Oh, ich bräuchte ein paar Ruhestunden hier, damit ich ein bisschen ausschlafen kann. Ruhe dich erstmal aus. Ich werde jetzt mit Jane und James erstmal in die Stadt gehen und vielleicht schon mal nach einem Kinderwagen Ausschau halten. Und dann werden wir zusammen in unser Zuhause ziehen, als große Familie. Ich bin so glücklich. Oh, diese Gitarre, die ist so cool. Oh, ich spiele das so gerne. Ich muss gleich erstmal zu Janet, weil die mag das immer voll gerne, wenn ich auf der Gitarre spiele. Und am coolsten ist sowieso, wenn wir zusammen spielen. Dann nimmt die immer das andere Instrument und ich nehme die Gitarre. Und das macht voll Spaß, immer zusammen mit meiner Schwester zu spielen. Hi, Janet. Hi, James. Erstens, warum nennst du mich die ganze Zeit Janet? Ich bin doch Jane. Du weißt doch, dass ich dich immer gerne bei deinem Spitznamen Janet nenne. Ich weiß, das nervt dich immer so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, unter Geschwistern, da kann man sich auch manchmal so ein bisschen immer ärgern. Aber ich weiß, dass du Jane heißt. Ja, bist du wieder schon mit der Gitarre? Möchtest du mir was vorstellen oder was möchtest du jetzt machen? Ja, ich dachte, wir spielen zusammen ein bisschen Gitarre. Oh, okay. Soll ich dann irgendwie so singen oder so? Ja, kannst du gerne machen. Oder ich spiele dir einfach was vor, wie du willst. Ich will einfach nur gerne Zeit mit dir verbringen. Ja, kannst du gerne machen. Ich war eigentlich gerade hier am Hausaufgaben machen, aber alles gut. Kannst du auf jeden Fall irgendwas machen und ich kann mal gucken, ob du, wie es so ist. Vielleicht kann ich auch mitsingen oder so. Okay, weißt du was? Dann machst du einfach Hausaufgaben und ich spiele ganz, ganz, ganz leise so im Hintergrund. Sehr schön, James. Das klingt wirklich gut. Danke. Das ist so viel Spaß mit dir. Weißt du, eigentlich wollte ich Hausaufgaben machen, aber irgendwie habe ich jetzt wirklich auch Lust, mit dir hier mal zu spielen. Warte mal, ich hatte doch noch ein Instrument. Warte mal, ich komm gleich. Okay. Hier, komm, ich habe dieses Ding hier. Ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie das heißt, aber hier kann ich auch mal ein bisschen was spielen. Dann können wir zusammen spielen. Oh ja, jetzt können wir zusammen unsere eigene Band aufmachen, weil wir sind als Geschwister ja sowieso schon ein Herz und eine Seele, dann können wir eigentlich auch zusammen in einer Band spielen. Ja, können wir machen. Oh, das wird so viel Spaß mit dir. Also Schatz, du musst jetzt wirklich mal verstehen, dass ich nicht immer Zeit habe, rechtzeitig von der Arbeit zurückzukommen, aber aktuell ist in der Firma ziemlich viel los und da kannst du nicht immer davon ausgehen, dass ich pünktlich da bin. Es tut mir dann auch leid, dass du manchmal dann den Haushalt machen musst, aber ich kann doch nicht hier auch alles alleine machen. Warum musst du das jetzt immer machen? Weißt du, wir wollten doch einfach nur essen. Wir wollten doch einfach nur in Ruhe essen. Und weißt du nicht, unsere Kinder spielen dann schon wieder. Und warum tust du das jetzt immer? Wir müssen doch einfach nur alles zusammenbleiben, damit wir hier das alles schaffen können. Verstehst du das nicht? Ja, wir können doch auch jetzt in Ruhe essen, aber du darfst nicht jedes Mal einen Aufstand machen, nur weil ich 10 Minuten länger auf der Arbeit war. Und deine Art und Weise, wie du mir immer diese Vorwürfe machst, das geht mir inzwischen wirklich auf die Nerven. Ich hab's wirklich inzwischen zum Hals raus. Ah, weißt du was, es ist mir auch total egal, was du hier eigentlich vorhast und was für Vorwürfe. Ich mach dir gar nichts. Kinder, kommt bitte essen! Jane, hast du das gehört? Das klang aber irgendwie nicht ganz so gut, weil
die waren ganz schön laut und ich glaube auch nicht, weil die jetzt so sich so gefreut haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube auch nicht. Ich hoffe, es wird alles gut mit den beiden und ja, anscheinend müssen wir jetzt essen gehen. Also meinst du, die trennen sich so wie bei den Kindern von den Schmitz in der Parallelklasse? Hey, ich sag sowas nicht. Nein, sie trennen sich nicht. Das tun die doch. Das trennen die doch nicht. Warum sagst du das da? Die werden das schon nicht tun. Die streiten sich zwar, aber das passiert doch nichts so krasses passieren. Die trennen sich doch bestimmt nicht. Ja, hoffe ich auch. Aber lass uns mal essen gehen. Ja, lass mal. Hallo Mama, hallo Papa. Ist alles in Ordnung? Ja, natürlich. Alles ist in Ordnung. Natürlich. Wie kommst du denn darauf? Nur so, es war gerade ein bisschen laut, aber... Okay. Ja, es war nichts laut, alles gut. Dein Vater und ich, wir sind einfach nur in letzter Zeit sehr... Ja, wir haben sehr viel Streit. aber das kommt ja davon, dass dein Vater halt überhaupt nicht in Anspruch nimmt, dass er eine Familie hat und dass wir alle auch zusammenbleiben müssen. Und auf einmal ist er einfach nur für für den ganzen Tag weg auf der Arbeit und ich weiß nicht, was der macht. Also Kinder, das kann ich jetzt aber nicht so stehen lassen. Also eure Mutter und ich, also wir streiten uns jetzt aktuell ab und zu, weil ich aktuell viel arbeiten muss. Und da kann es dann nun mal passieren, dass ich etwas später komme. Aber weißt du was, Schatz, das gehört hier nicht an den Küchentisch. Lasst uns jetzt in Ruhe essen und das jetzt erstmal vergessen. Ja, egal. Ja, klar, können wir machen. Oh, ja, James, ich hoffe einfach nur, dass es hier wirklich nichts wird. Das ist eigentlich nicht so schlimm, ne? Das klingt echt gar nicht gut, aber ja, das ist bestimmt nur so eine Phase. Das wird bestimmt wieder besser werden. Ja, hoffentlich. Oh, Schatz, jetzt fang doch nicht schon wieder damit an. Du musst wirklich verstehen, dass ich ab und zu mich auch mal mit meinen Freunden treffen will. Was für Freunde? Du hast keine Freunde. Ich weiß genau, dass du keine Freunde hast und du triffst dich einfach nur mit jemand anderem. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr so. Du weißt nicht, was eine Familie heißt und du weißt nicht, dass wir hier alleine sind. Ich und unsere Kinder, wir sind hier die ganze Zeit alleine und du bist einfach nur nie da. Jeden Tag arbeite ich mir in der Werkstatt den Buckel krumm, nur damit es uns gut geht, nur damit wir dieses schöne Haus haben und genug Essen auf dem Tisch haben. Und wie wird das einem gedankt? Es wird einem auch noch Vorwürfe gemacht, nur weil man vielleicht ab und zu mal nicht den ganzen Tag da war. Aber weißt du was? Da habe ich keine Lust mehr drauf. Das tue ich mir nicht mehr länger an. Ja, tue ich mir auch nicht. So, ehrlich gesagt, das war's mit uns. Weißt du was? Das ist das Beste. Mach das gerne. Weißt du was? Bleib ruhig auch hier. Ist mir alles egal. Ich pack meine Sachen und ich werde jetzt mir ein Hotel nehmen oder irgendwo anders. Aber Hauptsache nicht mehr irgendwo, wo ich mir ständig solche Vorwürfe gefallen lassen muss. Ja, ehrlich gesagt, das wäre auch am besten, wenn du einfach nur gehen würdest. Aber Mila, weißt du was? Also, bevor wir jetzt hier wirklich uns trennen, müssen wir noch eine Sache klären. Die Kinder. Wie machen wir das mit den Kindern? Ja, die Kinder, genau. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich will eigentlich nicht auf meine Kinder verzichten. Ich will eigentlich, dass die bei mir sind. Ehrlich gesagt auch nicht. Ehrlich gesagt, ich finde, dass du überhaupt deine Kinder... Nein, die Kinder bleiben bei mir. Die Kinder bleiben bei mir. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Also ich werde auf jeden Fall nicht beide Kinder hier lassen. Denn das sind auch meine Kinder. Und ich bin auch ein guter Vater. Und das werde ich nicht zulassen, dass die mal ihren Vater nicht mehr sehen. Weißt du was? Wenn das jetzt darauf hinausläuft, dann kann es nur eine Möglichkeit geben. Und welche denn? Wir werden die Kinder aufteilen. Du darfst ein Kind aussuchen und ich darf ein Kind aussuchen. Ja... Okay, können wir machen. Kinder, bitte kommt mal hier hin.
Oh, das klingt aber schon wieder nicht gut. Was ist denn jetzt schon wieder los? Haben die sich etwa schon wieder gestritten? Ich hoffe wirklich, dass das jetzt auf einmal böse ausgeht. Die haben sich wieder gestritten. Die streiten sich einfach nur jeden Tag. Boah, ich hoffe einfach nur, ja, ich hoffe auch einfach nur, dass es nichts Schlimmes ist. Und ja, aber warum brauchen die jetzt uns? Weißt du, weil sonst halt ruft uns meine Mutter, also unsere Mutter ruft uns eigentlich sonst nie so richtig. Vielleicht machen wir einen Ausflug oder so. Wer weiß, also, kann ja sein. Mal schauen. Ja. Also, lass uns mal dahin gehen. Ja, lass mal. So, Mama, Papa, hallo, was, Mama, was hallo, los? Papa. Also, Kinder, wir müssen euch leider was sagen. Wir dachten die ganze Zeit, dass es nicht so weit kommt, aber nun ist der Zeitpunkt gekommen. Eure Mutter und ich, wir lassen uns scheiden. Was? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was? Jane, jetzt ist wirklich der Moment gekommen. Nein, das wollte ich doch nicht. Warum tut ihr das? Warum? Und was? Warum geht ihr jetzt weg? Und wo bleiben wir denn? Und was ist mit euch passiert? Was wird mit uns passieren? Was wird mit euch passieren? Ja. Also, Kinder, wir haben dafür eine Lösung gefunden. Ursprünglich wollten wir beide eigentlich euch beide behalten, aber das geht natürlich nicht. Und deswegen werden wir das folgendermaßen machen. Ja, Kinder, wir werden auf jeden Fall, wir können einfach nur nicht zusammenbleiben. Es ist, Entschuldigung, aber wir können einfach nur nicht zusammenbleiben. Das klappt so nicht, das habt ihr auch bemerkt. Und André, kannst du mal erzählen, was unsere Idee war? Also, unsere Idee ist, dass wir euch aufteilen. Und zwar kommt James mit mir. James, wir beide werden in eine neue Wohnung ziehen. Und Jane, du wirst bei deiner Mutter bleiben. Wir werden natürlich uns allen noch ab und zu sehen, aber wohnen werdet ihr jetzt erstmal bei uns getrennt. Was? Aber Jane, hast du das verstanden? Das heißt ja dann, dass wir nie wieder zusammen spielen können, weil dann wohnst du ja hier und ich wohne woanders. Wie blöd ist das denn? James, du bist mein bester Freund, du bist mein Bruder und du bist mein bester Freund. Ich möchte nicht, dass du weggehst. Warum tut ihr das uns allen, Eltern? Ja, Kinder, ich kann verstehen, dass das blöd ist, aber wir haben leider keine andere Wahl und sind da die Hände gebunden. Das ist die einzige Möglichkeit, wo jeder zumindest einigermaßen das kriegt, was er will. Denn wir wollen natürlich beide nicht auf euch verzichten. Und wenn wir euch aufteilen und euch trennen, dann ist das leider die einzige Möglichkeit, die in Betracht kommt. Deswegen bitte ich euch jetzt, verabschiedet euch voneinander. Ihr werdet euch jetzt erstmal eine Weile nicht mehr wiedersehen. Und James, wir beide gehen dann gleich. Jane, es war echt schön mit dir. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war auch richtig schön mit dir, James. Du bist mein bester Bruder. Du bist mein bester Freund. Ich möchte nicht. Aber ich lass uns einfach nur versprechen, dass wir uns doch jede Woche oder so sehen werden. Genau, also ich kann ja zwischendurch vielleicht mal herkommen oder du kommst zu uns oder wir treffen uns nach der Schule irgendwo in der Stadt oder so, aber ich will auf jeden Fall auch nicht, dass der Kontakt komplett abbricht, das wäre echt voll schade. Ach ja, okay, ich verstehe schon, dass es für euch richtig hart gerade ist, aber Jane, komm mal hierhin und lass James mal gehen mit deinem Vater. Ihr werdet euch bestimmt schon irgendwann mal sehen, aber die erste Zeit nicht mehr und wir werden auf jeden Fall nie wieder zusammenleben. James, ich möchte nicht. Ja, klar, Mama. Jetzt bin ich mal hier. Okay, Papa, dann müssen wir jetzt wohl losgehen, oder? Ja, genau. Also, Mila und Jane, macht's gut. Jane, ich werde dich natürlich zwischendurch immer regelmäßig besuchen kommen oder du kannst mich auch gerne in meiner neuen Wohnung besuchen. Aber dein Vater wird sich jetzt erstmal von dir verabschieden. Los, James, wir gehen jetzt. Okay, Papa, okay, dann gehen tschüss, wir jetzt. Tschüss, James, tschüss, Papa. Ach, das wird schon alles gut, Jane. Du musst jetzt nicht weinen.